So, und weiter geht's. Wir wollten jetzt hier irgendwo, war was? Moment. Sehr interessant. Okay, hier gibt's Fingerabdrücke zu holen. Da ist dein Finger. So, mal gucken, wem der gehört. Ich habe einen. Ja, ich mache offscreen immer ein bisschen Vorarbeit, weil ich glaube, dass das für euch sonst ziemlich langweilig ist. So, das kann ja entweder nur Masterman sein oder der Sekretär von ihm. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Okay, das passt. Ich sollte. Jetzt muss ich nochmal in den Kurswagen Athen-Paris. Abteil. Oh Gott, welches Abteil war denn das? Nein. Das ist ein leeres Ball, das ist alles so. Genau, hier. Glaube ich. Genau, dass mir das nicht aufgefallen ist. Jemand hat dafür gesorgt, dass die Schneeschuhe irreparabel beschädigt und somit jetzt nutzlos sind. So, die betrachten wir mal. Das sind die guten. Völlig intakt. Moment, kann ich die Fingerabdrücke noch von dem Vorhängeschloss machen? Da waren sie. Sind völlig zerstört. Kann man darauf Fingerabdrücke sicherstellen? Ui, ja. Genau so hätte. Genau. Ich habe einen klaren Abdruck. So, jetzt möchte ich noch mal wissen, ob wir vom Vorhängeschloss Fingerabdrücke nehmen können. Ja, Tatsache. Immer dieses dämliche raussuchen, weißt du? Ich habe einen. So, dann interessiert mich noch, ob wir von der Uhr auch Fingerabdrücke nehmen können. Das scheint nicht. Nein. So, jetzt haben wir erstmal wieder zwei Fingerabdrücke zum Abgleichen. Kaputte Schneeschuhe. Sein großer Daumen. Hm. So eine Delle, die gibt's hier auch. Hm. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Okay, also hat Colonel Bathnot auch da sein Dings hier drin. So, jetzt noch das Vorhängeschloss. Hm. Hildegard Schmidt. Glaube ich eher weniger. Diese Finger. Hat sie auch den Wirbel etwas links von der Mitte. Heizung. Diese Finger. Nein. Lokführer glaube ich auch nicht. Matteo. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Stimmen mit dem Fingerabdruck vom Vorhängeschloss des Chefs gesichert wurde überein. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt aber alles, ne? Dann können wir jetzt zu Poirot gehen und ihnen den letzten Bericht geben. Hoffe ich doch mal, dass wir jetzt alles haben. Hm.
will mich das Spiel langsam fertig kriegen. Es macht zwar Spaß, aber ich will es trotzdem fertig kriegen. So. Ah, sie... Verwirrt. Das ist alles, was ich bisher... Wir machen Fortschritte, Matthäus' Fingerabdrücke befinden sich auf dem Vorhängeschloss der Hütte. Dieses Vorhängeschloss interessiert mich. Warum sollte Matteo den Schlüssel zu einer Schäferhütte mitten in den Bergen haben? Ausgerechnet an einer Stelle, wo der Zug durch eine nicht vorhersehbare Lawine zum Stehen kam. Monsieur Poirot, Sie glauben doch nicht etwa, dass die Lawine absichtlich ausgelöst wurde? Nein, Mademoiselle, das glaube ich nicht. Es gibt schon genügend fantastische Elemente bei diesem Verbrechen, ohne dass man jetzt auch noch Saboteure auf den Plan rufen müsste. Aber wie kamen seine Fingerabdrücke an die Hütte? Sie waren ja nicht an der Hütte, sondern auf dem Vorhängeschloss. Was diesen Punkt betrifft, erscheinen mir weitere Ermittlungen nötig. Das Vorhängeschloss ist verschwunden, als Matteos Funkgerät sabotiert wurde. Jemand hat sich große Mühe gegeben, den Verdacht auf den jungen Mann zu lenken. Aber wie konnte er unbeobachtet in den Kurswagen Calais gelangen? Und so schreiten wir in unseren Ermittlungen voran. Es ist offensichtlich, dass unsere Mitreisenden nicht ganz ehrlich gewesen sind. Sie hatten immer noch nicht die Gelegenheit, alle Abteile zu durchsuchen, und es gibt noch Rätsel zu lösen. Oh, Gott sei Dank. Puh. Hercule Poirot lehnt sich zurück und denkt nach. Das Pfeifen bedeutet, dass die Schneepfluglok aus Brod angekommen ist. In wenigen Stunden dürfen wir weiterfahren können. Haben Sie irgendeine heiße Spur, die zur Aufklärung des Rätsels beiträgt, Monsieur Poirot? Es gibt eine Spur, certainement. Wie heiß sie ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und Sie? Haben Sie keine Theorien? So viele Hinweise, so viele Theorien. Sie treffen den Nagel auf den Kopf, Mademoiselle. Es gibt viel zu viele Hinweise und zu viele Theorien. Bitte, halten Sie weiterhin die Augen auf. Tut's weh. Der Herr muss nachdenken. So. Gucken wir mal, wer jetzt wo ist. Ich mag Züge. Ah ja, gut. Können wir die jetzt schon mit den Fingerabdrücken konfrontieren? Und? Sie haben meine Sachen gründlich durchwühlt, nehme ich an. Ja, danke. Aber ich glaube, Sie könnten uns vielleicht noch einige Informationen geben. Tatsächlich? Ich glaube kaum. Ist dieser Pfeifenreiniger von Ihnen? Keine Ahnung. Ich lasse Sie ja nicht monogrammieren. Können Sie mir sagen, wie der Pfeifenreiniger in das Abteil von Monsieur Ratchet kam? Keinen blassen Schimmer. Haben Sie Monsieur Ratchets Abteil je betreten? Ich habe mit dem Mann nicht einmal gesprochen. Sie haben nie mit ihm gesprochen und ihn nicht ermordet? Wenn, dann würde ich es Ihnen wohl kaum sagen, oder? Naja, es ist nicht von Bedeutung. Ach... Monsieur Poirot hat mir gesagt, dass er sich dafür 11 ausgezeichnete Erklärungen vorstellen kann. Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist, wenn wir es hinter uns haben. Ist das ein Zitat? Mademoiselle Debenham sagte Ihnen diese Worte am Sirkeci-Bahnhof in Istanbul. Sagen Sie mir, worauf sich diese Worte bezogen. Warum fragen Sie nicht Miss Debenham? Das werde ich. Sie haben gegen sie überhaupt nichts in der Hand. Es tut mir leid, aber Sie irren sich. Wir wissen, dass Mademoiselle Debenham bei der Familie Armstrong zu der Zeit Gouvernante war, als Daisy Armstrong gekidnappt wurde. Was Sie nicht sagen. Wenn Mademoiselle Debenham unschuldig ist, warum verschwieg sie diese Tatsache? Ich habe keine Ahnung, aber Ihr Verdacht ist völlig absurd. Warum hat mir Mademoiselle Debenham erzählt, dass sie noch nie in Amerika war? Fragen Sie sie doch selbst. Ich glaube trotzdem, dass Sie sich irren. Sie machen einen schwerwiegenden Fehler. Colonel, ich glaube, Sie sind es, der einen Fehler gemacht hat. Wieso guckt die nach links oben? Nochmals hallo. Monsieur McQueen. Ich liebe es, wie Sie meinen Namen aussprechen.
Seien Sie doch ernst. Das ist mein Ernst. Entschuldigung. Ich sollte lieber vorsichtig sein. Mir ist klar geworden, dass ich wahrscheinlich der verdächtigste Mensch in diesem Zug bin. Sie müssen jetzt nur noch ein Testament finden, in dem mir der alte Mann sein ganzes Geld hinterlässt und damit ist die Sache entschieden. Gibt es ein Testament? Nicht, dass ich wüsste. Mir hätte er keinen Cent hinterlassen. Ich war ihm nur nützlich. Sprachen und so weiter. Ich bin kein Linguist, aber ich kann etwas Deutsch und Italienisch und Französisch. Ah ja. Er kann Französisch. Jetzt ist die Frage, ob hier noch jemand in dem Zug Französisch kann.